So, ich möchte dich, da wo du jetzt gerade bist, ob es morgens ist oder nachmittags oder abends, mit einer Frage konfrontieren. Eine altbekannte Frage. Und es ist die Frage, die eigentlich hinter all dem steht, was wir so in den letzten Wochen uns angeschaut haben, über die Dekonstruktion des Glaubens, über die Rekonstruktion des Glaubens. Eine ganz uralte Frage. Du findest sie gleich am Anfang der Bibel. Und ich habe noch mal ein paar alte Bibeln rausgeholt. Ich habe hier eine, die älteste Bibel ist hier von 1807. Das ist eine von 1895. Das ist eine, die klingt ein bisschen anders, weil sie holländisch ist, aber ist auch sehr, sehr alt. Und eine moderne Hauskreisbibel vom Alten Testament. Egal, wie viele Jahre dazwischen liegen, es ist immer, so beginnt die Bibel, 1. Mose 3. Da kommt jemand zur Frau und stellt diese Frage: Sollte Gott gesagt haben? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und er stellt also eine Frage, aber diese Frage zielt auf Vertrauen hin. Bis dahin haben die Menschen im tiefen Vertrauen mit Gott zusammengelebt, auf eine Art und Weise, die wir gar nicht so kennen, die Bibel auch nur in den ersten beiden Kapiteln beschreibt. Wir wissen noch nicht, wie lang das war. Aber dann kommt diese Misstrauensfrage. Sag bloß, Gott hat das gesagt. Und es ist sehr interessant, dass der Gegenspieler, also die Schlange, der Feind, der Teufel, dann sagt, sagt bloß, Gott hat euch verboten, überhaupt nichts zu essen. Dass ihr an keinen Baum dürft. Mann, sieht doch alles so toll hier aus. Also er stellt eine Frage, aber gleichzeitig kommt schon ein großer Zweifel rein. Was ist das denn für ein Gott, der hier alles schafft und ihr dürft nicht drangehen? Der hält euch doch was vor. Du verpasst was, wenn du mit diesem Gott zusammen bist. Das steht alles so ein bisschen hinter dieser Frage. Und dann ist interessant, Eva, wie sie reagiert. Sie sagt, ey, nee, 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 überhaupt nicht, wir dürfen an alles ran, hier nur diese beiden Bäume. Da hat Gott gesagt und dann zitiert sie nicht Gott, sondern ihren Mann. Denn Gott hatte erstmal dem Mann das allein gesagt, da war die Frau noch gar nicht da, dass er an diesen Baum nicht soll, den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, und dass er davon nicht essen soll. An der Antwort von Eva merkt man, Adam hat das schon alles ein bisschen interpretiert und auch verschärft. Also sie sagt der Schlange, nee, nee, wir dürfen da nichts von essen, wir dürfen das noch niemals anrühren, wir dürfen es noch niemals betasten, geschweige denn reinbeißen. Also so begann letztlich die Verführung bzw. das Misstrauen diesem Gott gegenüber. Hat er das tatsächlich gesagt? Meint er das so? Und hält er euch nicht irgendetwas vor? Die uralte Geschichte. Wir wissen, oder du weißt wahrscheinlich, wie sie weitergegangen ist. Aber ich glaube, als ich jetzt so drüber nachgedacht habe, über diese ganze Frage rund um den Glauben, Sturm, erprobter Glaube, es beginnt immer mit dieser Sache. Steht das tatsächlich im Wort Gottes? Hat Gott das so gesagt? Und hält Gott mir nicht irgendetwas vor? Ich habe euch, ich habe in der Predigt vom letzten Sonntag ja ein bisschen aus meinem Leben berichtet. Und da war auch diese Phase, dass ich zwar immer an Gott geglaubt habe, aber ich hatte immer das Gefühl, so richtig am Leben haben nur die anderen teil. Ich bin dummerweise Christ, ich glaube das alles, aber ich lebte mehr so von den negativen Geboten, was ich alles nicht durfte, was ein Christ nicht darf. Und das war viel mehr als das, was er durfte. Und bei meinen Schulkameraden habe ich das dann gesehen, was die alles gelebt haben, was die alles ausprobiert haben, wie die halt unabhängig von Gott gelebt haben. Und da kam natürlich in mir so ein bisschen dieser Neid auf und sagen, wow, hätte ich ja auch gerne, würde ich ja auch mal gerne machen, aber ich habe dummerweise meine frommen Wochenenden, von denen ich euch da erzählt habe. Aber letztlich steht diese Urfrage, diese Misstrauensfrage, hält Gott mir etwas vor? Gönnt Gott mir etwas nicht? Warum verbietet der so viel? Warum will der dies und jenes nicht? Alle diese Fragen enden darin und sagen, kann man diesem Gott vertrauen? Kann ich dem Gott mein Leben anvertrauen? Und wie komme ich
zu einem gesunden, guten Glauben, der weder alles erlaubt, wo man einfach sagt, jetzt kümmere ich mich nicht mehr drum und jetzt lebe ich einfach mal, Gott wird schon sagen, wenn er was dagegen hat, oder aber zu diesem ständig, ach, mag er mich noch, hat er mich noch lieb, bin ich noch richtig unterwegs, also dieses ständige Pulsfühlen eben, wie ich im Glauben stehe. Wie komme ich zu einem gesunden, stabilen, fröhlichen, aber auch sturmerprobten Glauben, denn alles gehört ja in unser Leben mit rein. Und da möchte ich euch ab Freitag am besten jetzt konstruktiv reinführen, wie ich das persönlich für mich sehe, werde euch so die vier verschiedenen Felder meines Lebens aufzeigen, um dann dir hoffentlich auch zu helfen, zu einem stabilen, guten, fröhlichen und sturmerprobten Glauben zu kommen. Soweit Mitte der Woche. Wir sehen uns noch einmal am Freitag. Gott segne dich, wo immer du gerade steckst, welche Herausforderungen du gerade hast. Und ich würde mich freuen, wenn du am Freitag wieder dabei bist.